Klassischer Spot an der alten Festung. Klassischer Spot für Giebelkarauschen, für Schleien durchaus oder eben auch mal für den Aal. Einfach mal testen. Hier. Anima hat mich gerade angeschrieben und meinte, Alden, probier doch mal in der Nacht auf dem Aal hier an der Position. Ganz klassische Stelle hier auf, ich sag mal 23, 24, auf ungefähr 7 Meter. Ich teste hier gerade komplett blind, bin jetzt hier erstmal hin, hab tagsüber jetzt gerade mal ein paar Tauwürmer rausgeschmissen. Und das ist auch hier gerade der erste Biss. Ein kleiner Schubi, okay, kann man machen. Es gab schon mehrfach hier diese Stelle auch klassisch fürs Aalangeln. Häufig, oder ich weiß noch, aus der Vergangenheit gab es auch mal hier dieses Bild sozusagen in Richtung von dem Turm geworfen, quasi so in Richtung von dem Schatten von dem Turm, aber dann eben auch so auf 7, 8 Meter ungefähr fürs Aalangeln. Und ich habe jetzt hier, weil ich nicht genau weiß, wo was geht, denn auch hier wurden schon Aale gefangen, beziehungsweise sogar bis hierhin kann man sich auch hinstellen. Deswegen habe ich mich erstmal hier ausgebreitet, komplett ein bisschen weiter gefächert und ich stehe jetzt, wie gesagt, von diesem kleinen Seerosenfeld hier bis rüber hier vorne, komplett allerdings auf 7 Meter. Idealerweise geht eben auch tagsüber noch ein bisschen was rein. Und deswegen habe ich jetzt erstmal so einen guten Allrounder-Köder dran, den Tauwurm. Denn Tauwurm, wie gesagt, wäre durchaus eine Möglichkeit oder ein möglicher Köder für die Schleie. Ihr habt gerade schon einen Schuppenkarpfen gesehen. Amur kann auch mal mit reinballern. Und natürlich auch der Aal. Allerdings soll der Aal speziell, hat er geschrieben, eher auf den Fischfetzen gehen. Da zuppelt es das nächste los hier, jawohl, auch hier vorne an der Route wieder. Also, Aal dann eher, wenn dann auf dem Fischfetzen. Ich bin übelst gespannt. Wäre natürlich richtig nice. Ich glaube, der hat sich hier abgeflutscht. Ich bin hier ein bisschen dicker dran. Auf das Setup gehen wir natürlich ganz klassisch später nochmal ein, detailliert. Kann also auch sein, dass dann hier auf dem Einserhaken einfach mal was abflutscht, gerade wenn es ein bisschen was Kleineres ist. Deswegen bin ich da auch gar nicht böse drum, wenn da mal so ein Fehlbiss kommt, ne? Wie jetzt gerade eben, zack, hat gezubbelt, hat nicht richtig gehakt, der Fisch ist wieder weg. Kein Problem, war höchstwahrscheinlich eh was ziemlich Kleines, deswegen nicht so schlimm das Ganze. Ja, ansonsten hier auch ganz häufig Giebel und Karauschen, bedeutet also, wenn du hier mit einem kleineren Setup stehst und dir einfach ein bisschen unsicher bist, was geht denn hier an der alten Festung, kann man das hier ganz gut testen. Nachteil, gerade mit kleinem Setup, wenn dann hier an der Stelle mal was Großes reingeht und wir schauen mal eben kurz auf die Map, dann ist hier die Map aber mal so richtig offen. Heißt also, hier kommst du direkt ins Rennen und ins Schwitzen, wenn denn mal hier vielleicht ein Amur anbeißt und der zieht einfach straight nach unten hinweg. Heißt, du hast hier erstmal noch diese große Kurve, die du mit der Schnur quasi umrennen musst, also mit dem im Drill sozusagen hier rumgehen musst. Und wenn man da noch nicht mal verbesserte oder längere Schnur auf seinem Starter-Set hat, kommt man hier schon ans Limit und es reißt dir wahrscheinlich was ab. Vorfach reißt die ab, Schnur reißt die durch oder. Also deswegen ist das hier mit einem sehr, sehr leichten Setup immer ein bisschen tricky. Da empfiehlt es sich dann doch vielleicht eher hier unten in dem Fuß zu starten, hier in dem mittleren Bereich, hier in der Ferse oder einfach von der Brücke aus, dass die Fische eben maximal bis in die Spitze hin abhauen. Das sind, was waren das, 90, 100 Meter oder sowas, so ganz weit ist das gar nicht. Also, wenn du dann hier stehst mit einem etwas stärkeren Setup oder zumindest mit ausreichend Schnur, dann wie gesagt hier Viererhaken, Einserhaken, wo ich ein bisschen dicker dran gehen. Wir wollen ja auch die dicken Brocken. Und was man natürlich testen kann, sämtliche Köder. Heißt Käse. Heißt Mistwurm natürlich auch wieder. Tauwurm, ganz klar. Oha, da haben wir schon einen etwas dickeren Brocken dran. Gehen wir mal schön hier rein. In den Blank alles reindrücken.
So. Langsam rüberziehen. Und wenn er ziehen will, dann lassen wir ihn auch ziehen. So. Wieder ein bisschen hochdrehen. Ich glaube, ich kann die Bremse noch ein bisschen höher drehen. Eins, zwei. Jawohl, da haben wir doch den ersten Amur hier. Auf dem Tauwurm. 7,2, das schmeckt doch schon. Nehmen wir doch gerne mit. Und ich werfe einfach wieder aus. Wie gesagt, hier auf 7 Meter. Ich habe noch gar nicht den Untergrund getestet. Das können wir auch mal eben machen. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass wir hier schlammigen oder lehmigen Untergrund haben. Das heißt, ich werfe mal eben hier rüber. Und ziehe dann auch mal eben durch, damit wir wissen, wie die Bleifarbe auszusehen hat. Schlammiger Untergrund. Genau. Ist an ganz, ganz vielen Stellen hier an der Festung. Schlammig, schlammig, schlammig. Kein Unterschied. Ich ziehe nochmal ein bisschen schneller. Hier vorne jetzt. Auch hier wieder schlammiger Untergrund. Also, kann so sein, kann so bleiben. Einen machen wir nochmal ein bisschen weiter nach da. Aber auch da sollte es... Ja, schlammiger Untergrund. Okay, also mit einem braunen... Oh, lehmiger Untergrund, okay. Genau, mit einem braunen... mit einem braunen Blei sollte das auch ganz gut funktionieren. Ich glaube, ich werde hier die rechts außen, die Route, doch weiter hier in diesen Bereich werfen. Wenn wir denn hier wirklich so diesen schlammigen Untergrund haben, gehen wir doch vielleicht einfach mal davon aus, dass die Aale vielleicht da eher in dem Schlamm rumziehen. Was haben wir hier? Oh, hängt fest. Doch vielleicht noch Kraut. Doch wieder schlammig. Da muss ich aber nochmal eben werfen. Nicht, dass wir dann da genau in dem Grenzbereich sind. Ist halt immer wichtig, dass man einmal den Untergrund so ein bisschen kennt an dem Spot. Wenn man eben optimieren will. Wenn ihr noch nicht so weit seid, dass ihr so ein Gedöns hier habt, macht euch da keinen Kopf. Man fängt auch ohne sowas Fische. Aber wenn man hier optimieren will und es kann, kann man es natürlich auch nutzen. So, und ihr habt ja jetzt die Info für euch. Das heißt also, das ändert sich ja nicht von Account zu Account. Ich wechsle hier schon mal ein auf Fischfetzen. Wir haben jetzt 18 Uhr. Und den werfen wir mal so. Das waren jetzt ungefähr 6, 7 Meter sogar nur. Den einen lassen wir hier nochmal auf dem Tauwurm. Werfen wir aber auch hier so in diesen Bereich. So. Sinkt schön ab. Jawohl. Und weiter geht's. Den machen wir dann hier gerade. Auch nochmal ein bisschen mit dem Tauwurm. Durchaus auch eine Möglichkeit, wenn man jetzt gezielt auf Aal unterwegs ist und man kann es schon einfach mal den Frosch wieder verwenden. Natürlich auch durchaus eine Option. Wenn man das, wie gesagt, kann. Dann auch durchaus mal ein bisschen auf dem Frosch testen, wenn man Bock hat auf dem Aal. Ansonsten zählt halt wie immer, sag ich ja eigentlich schon in den ganzen anderen alten Aal-Videos auch, nicht zu sehr auf den Aal konzentrieren. Wichtig ist eben, dass dieser Spot auch tagsüber funktioniert, vielleicht, dass man nicht irgendwie noch hin und her rennen muss weiträumig, sondern dass man Köder hat, die eben auch für den Aal funktionieren, aber eben ansonsten für die anderen Fische und dass man dann vielleicht den Aal eher als Beifang sieht. Also, warten wir noch mal ein bisschen ab, was hier geht und ob hier was geht. Wenn dir solche Tests helfen, dann abonniere doch den Kanal, dann sehen wir uns direkt in einem der nächsten Videos oder halt im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Ich teste jetzt hier noch ausgiebig und dann gucken wir mal, was hier geht. Und dazu wird es los. Hat ein bisschen gedauert hier. Also bisher von Frequenz kann man hier noch überhaupt nicht reden. Kleine Schubbis und Co. Ich teste noch mal ein bisschen Mistwurm. Gucken wir mal, ob das vielleicht funktioniert. Ja, und zack, da haben wir doch schon direkt ein gutes Ergebnis. Also instant geliefert, hat gar nicht lange gedauert. Wobei gut ist natürlich auch hier was anderes. Nichtsdestotrotz wirklich immer mal wieder ruhig den Mistwurm testen. Auch Aal ballert mal auf Mistwurm. Also da gar nicht fies vor sein, vor den ollen kleinen Mistwurm. Da kann noch was gehen. So, aber jetzt machen wir erstmal wirklich einen Break. Ich warte mal die Nacht jetzt hier ab. Testen wir mal ausgiebig und dann gucken wir gleich mal schön, wenn da was Dickes reingeht, vielleicht noch rein oder einfach in den Kescher, wie sich das denn hier entwickelt hat. Ei, 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 das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Zack, Internet's weg. So,
neu hingestellt, mitten in der Nacht. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so viel verpasst hier. Hier waren jetzt vielleicht so knapp 3 Stunden Ingame-Zeit, war jetzt gerade Ausfall. Da geht bestimmt noch was. Na, doch nochmal was auf den Fisch fetzen. Pah, der Ehrenrettungsaal, Alter. In 800 Gramm. Immerhin maßig und tatsächlich auch wieder hier in diese Richtung. Ansonsten muss ich sagen, gut, jetzt haben wir hier gerade 8 Uhr. Der Burner ist es bisher nicht. Die Chance auf dem ollen kleinen Aal, ja, die hat man halt, naja, nicht direkt überall, aber an den verschiedensten Stellen immer mal wieder. Ja, dieses ist eine davon. In Gänze halt nicht so richtig prall. Ich muss natürlich auch sagen, zwischendurch war dann einmal kurz so ein Gap, wo ich halt den Disconnect hatte. Das heißt, auch da hätte natürlich noch ein bisschen was reingehen können. Zumindest würde ich mich so platzieren, in diese Richtung gehend, damit man eben überhaupt so ein bisschen noch eine Chance hat, vielleicht hier was rauszuziehen, ist eben auch eine ganz klassische Stelle. Ich hatte jetzt nochmal in den Morgenstunden vom Tauwurm auf den Mistwurm hier auf der mittleren einfach nochmal schnell geändert, um da einfach vielleicht auch nochmal eine Chance zu haben auf wenigstens so einen kleinen Aal. Aber der kam tatsächlich jetzt gerade doch noch auf dem Fischfetzen. Auf Setup sind wir noch gar nicht eingegangen. Klassisches Setup, beziehungsweise ein bisschen schwerer, weil ich einfach die Angst vor den Amuren habe. Und sonst würde ich hier tatsächlich auch einfach mal sowas wie das Vorfachsmaterial verwenden. 6, noch was Kilo, um hart auch in den Drill zu gehen, wenn man denn dann mal einen Aal hat. Wenn da ein dicker Aal drauf geht, dann rennt man tatsächlich auch ein bisschen, denn Aal zieht ordentlich ab. Ansonsten ist das Setup für einen Aal auch fast egal. Ich hatte Aal auch schon auf 31 plus Vorfachsmaterial und. Also da ist wirklich viel, viel Variationsmöglichkeit. Aal ist einfach sehr random, wie der denn und wann der denn reinballert. 1er-Haken groß, habe ich immer ganz gute Erfahrungen gemacht. 4er-Haken, 1er-Haken, auch da gibt es wildeste Theorien. Ich denke, auch das ist nicht wirklich relevant. Da gibt es einfach zu viele Bisse auf die verschiedensten Größen. Und da gibt es auch, wie gesagt, gerade bei diesen Random-Fischen, die halt mal reinballern und halt ganz oft eben auch nicht reinballern, gibt es einfach zu viel wildes Anglerlatein. Von daher ausprobieren, haltet rein. Ich würde, wie gesagt, nicht zu klein rangehen. Ihr wollt ja auch die dicken Brocken haben. Petri, ihr Lümmels, wie gesagt, wenn es geholfen hat, einen Daumen da lassen fürs Video, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder dann halt auf Twitch im Livestream 19 Uhr. Petri.